Recht herzlich willkommen zur 150. Folge von Aborion. Ja, wir sind durch dieses Tor schon gesprungen und müssen weiter. Wir haben das Helium an Bord und wollen das nach hier unten bringen. Da müssen wir jetzt gucken, dass wir hier weiterkommen. Jetzt ist die Frage, ob wir hier weiter durch dieses Tor fliegen. Aber ich glaube, warte mal, 1, 2, 3. Ne, das sind 4. Das wären auch 4. Ne, 5 brauchen wir. Das heißt, das bringt uns ja gar nicht weiter. Das bedeutet, wir sollten vielleicht schauen, dass wir mal hier hinspringen, um zu sehen, was dann dahinter ist. Ist noch was anderes? Ne, machen wir da hin. Navi ist eingeschaltet und wir stehen richtig und können dann springen und sind unterwegs dahin. Puh, macht's. Und dann gucken wir mal, dass wir da reinkommen in den neuen Sektor und uns mal gerade umschauen. Mal gucken, wie es da aussieht. Blau. Ganz blau. Irgendwo was Schickes. Okay, das Zeug ist da. Das ist kein Dingens. Wäre jetzt noch cool, wenn wir hier noch so ein Dingens Asteroiden finden, den wir noch verkaufen können. Okay. Hier was? Der Dicke hier? Ist auch nix, ne? Ja. Haben wir denn überhaupt hier sowas zum Umbauen? C43-Detektor. Wertvolle Objekte gefunden. Ja, dann fliegen wir doch mal hin, oder? Das Blaue da, oder? Vertue ich mich. Denken wir schon. Machen wir mal Feuer rein. Ne, ist ja nicht ausgewählt, der Asteroid. Dann ist das wertvolle Objekt da zu finden, oder? Ein Container oder so? Mhm. Da ist er. Interagieren wir mit. Geheimversteck öffnen. Doppel-R-Mining-Geschützturm. Das ist genau das, was wir gerade brauchen. Und Dreifach-Schenkang-Geschützturm ist auch nicht schlecht, denke ich. So, das bedeutet, wir gucken mal hier rein. Waffen. Doppel-Xanion-R-Bergbau-Geschützturm. Den müssen wir jetzt einbauen. Und der kann bestimmt nicht irgendwo drauf sitzen, wo hier was ist, oder? Auf dem Dingens geht's aber. Aber hier wird's auch gehen, oder was? Mhm, habe ich mir doch gedacht. Ist also richtig. Dann müssen wir das andere Zeug jetzt hier erst haben. Ogonit Xanion. Xanion-Hülle. Kann ich das mal ab? Ich will den nicht mehr. Ich will das abwählen hier. Diese Waffe will ich jetzt nicht einbauen. So, jetzt will ich das nochmal bauen und möchte den bauen. Wie viel haben wir davon? Ein Block. Und da brauchen wir 5 für. Super, oder? Voll geil. Wir haben so ein Teil, können es aber nicht benutzen, ey. Können wir das noch kleiner ziehen? Ah, wir können es noch kleiner ziehen und dann kann man das tatsächlich mit einem bauen. Was ist denn das hier für eine Doppelflak-Geschützturm?
Titan R Bergbaugeschützturm. Titan R Bergbaugeschützturm. Tja. Machen wir den hier hin. Geht. Jetzt die Waffe rausgeholt. Und geht nicht. Und der muss auch vollständig auf einem Block sein. Na, super cool, oder? Alles klar, dann hat sich das mit der Waffe erledigt. Den können wir auch entfernen. Jetzt haben wir unser Teil wiedergekriegt. Und jetzt müssen wir gucken. Ja, die Kante braucht wahrscheinlich genauso viel, ne? Okay, egal dann. Dann müssen wir erstmal weiterkommen und gucken, dass wir jetzt hier, vielleicht kriegen wir nochmal, da ist schon so ein braun-gelbes Zeug. Oh, was war das? Ach so, weil das ausgewählt war, ne? Jetzt ist die Frage, ob wir da noch was kriegen. Warte mal, da müssen wir erstmal hier was abschalten, oder? Also wir bauen was ab, aber wir kriegen nichts, oder? Ist doof. Also wir bauen das zwar ab, aber bekommen keinen Klotz daraus. Das ist ja voll dämlich, oder? Ah, Xanion Erz erhalten. Na, da müssen wir das Erz raffinieren gehen. Gibt's hier sowas? Gute Frage. Nö, gibt's hier nicht. Wie viel Erz haben wir denn davon? Eisenmetallschrott. Xanion-Erz. Okay, Vorrat sind 9. Müssen wir mal gucken. Da ist noch einer vielleicht. Machen wir den auch gerade kaputt. Da kriegen wir noch ein bisschen Erz dazu. Stopp, da flackert doch noch einer. Noch einen erhalten. Fliegen wir mal näher ran. Da sind 2 Marker, ne? Da oben ist noch was Blaues. Dann fliegen wir den anderen Punkt da auch noch gerade an. Da fliegt so ein Erz schon lang. Okay. Aber wir kriegen auf jeden Fall was. Der macht schon ganz schön Krach, ne? Die Geräusche gab es früher in der Form nicht. Finde ich jetzt richtig cool, dass die Geräuschkulisse aufgewertet worden ist. Einer ist noch. Jetzt haben wir es, ne? Gibt es hier noch einen? Nee, ne? Ah, da ist noch einer. So, und dann ist da ja auch noch was, oder? Der zeigt dahin. Und der zeigt dahin. Das bedeutet, dass da ist auch noch was. Dann fliegen wir doch da schnell auch noch hin und holen das auch noch ab. Kriegen wir auch noch mit, oder? So.
Ja, wir sind schon durch ganz viele Sektoren wahrscheinlich geflogen, wo das alles gegeben hat, ne? Wir haben es nicht mitgenommen. Ist das jetzt die Kiste? Ich glaube nicht, ne? Okay. Das nächste Geheimversteck. Guck mal da dran. Ah, geht schon mit interagieren. Dann öffnen wir das und haben ein Point Defense Laser gestützt und vierfach Bolter Geschützturm bekommen. Okay, das war jetzt nicht so der Bringer. Aber okay. Dann haben wir irgendwo angeeckt. Aber egal. Das Ding haben wir auch durch. Oh. Und jetzt müssen wir mal gucken, wohin kommen. Hier gibt es keine Verbindung. Und wir müssen aber dahin. Also, Koordinaten eingeben und hingeflogen, ne? Das ist unser Ziel. Und berechnet und los geht's. Puh. Springen wir dahin, wo wir auch unser Dingens abgeben müssen. Helium. Das Kriegsschiff, das wohl nicht. Was ist das? Reparaturdock. Gucken, ob da es ist. Nö. Da ist ein Handelsposten. Kriegt der das? Nö. Wo ist denn das? Da unten ist noch einer. Da geht's Helium hin. Alles klar, dann nähern wir uns der Geschichte mal. Beziehung ist neutral. Acht, sieben, sechs, da kommen schon die Marker. Und wir fliegen da ans Ende, oder? Guck mal da dran. Ne? Sieht so aus, als ob es geht, ne? So, dran. Ne? Ach so, warte mal, ich will mal gucken. Wie ist denn das mit dem... Das ist die UIZE neutral 23849. 23849. Nein, ich muss noch ein bisschen vor. Steht hier nicht. Mission erfolgreich. Ne, P. Ne, I, nicht P. 23849, hat sich nichts geändert, oder was? Waren das nicht die UIZE? Wo sind wir denn hier? Ich dachte, das wären die UIZE.
Der Isio-Konzern ist das. Okay, dann habe ich natürlich jetzt falsch geguckt, ne? Aber mit dem Isio-Konzern können wir vielleicht auch was anfangen dann. 7.348 ist ja vielleicht sogar besser, weil, ne? Kriegen wir schon hin. So. Ach so, wir müssen noch gucken, dass wir das Erz raffinieren. Raffinerieren, oder wie heißt das? Raffinieren. Da mal hin. Die machten das doch, oder? Oh, Erze raffinieren. Oh, ist ein schweres Wort. Ist da die Raffinerie? 34, weiter Weg. Fliegen wir hin, machen wir. Und kümmern wir uns drum, ne? Was ist das hier? Ein dicker, fetter Ring, ja. Voll cool. Ist da denn ein Planet drumherum? Wow. Wir sind also mitten in deren, sag schon, Ring. So, dann docken wir da gerade an. Hoffen, dass das da so geht, wie wir das uns so wünschen. Kommen da auch irgendwelche Dockingports? Ah, jetzt. Cooler Schatten da. So, das, das und kann man wohl nicht so eingeben. Mit Doppelklick wäre cool gewesen. Ausbeute 12. Und nehmen haben wir. Und jetzt können wir uns auf unser Schiff den alles entscheidenden Airlaser machen. So. Hier mein Baumodus. Und dann bauen wir hier oben sowas dahin irgendwo. Ist das jetzt hier das passende? Ja. Xenonhülle, Triebwerk, Frachtraum, Quartierer, Korrekturdüsen. Gibt's denn da noch mehr? Blöcke, G, Leertaste. Also, okay, da sehen wir sie jetzt alle. Früher war das schöner, wo das so aufgepoppt ist, oder? Mit G kann man drücken, dann bleibt es offen. Okay. Fensterlose Hülle. Panzerung in diesem Material nicht verfügbar. Schade. Torpedolagerraum, was haben wir hier? Super ergiebiger Stein. Leuchtblock, Energiecontainer, Generator, Computerkern. Dann bauen wir doch mal was aus dem Computerkern, oder? Und der ist schon teuer, ne? Ja, hat sich schon erledigt, ne? Kannst du schon entfernen, weil zu teuer. Glaube. Vielleicht reicht es so. Geschütz. Was sagt er? Ach so, wir müssen erst einen rausnehmen. Das geht ja noch, ne?
Dann entfernen wir den und bauen den dahin. Geht auch nicht. Dann entfernen wir den zweiten. Und jetzt können wir den dahin bauen. Cool. So, das bedeutet, was haben wir denn hier jetzt noch? Reparaturgeschützturm. Point. So, das ist dieser coole Dingens, den haben wir eben auch gekriegt, ne? Schaden, Genauigkeit, Reichweite. Der Naonit, der ist natürlich mehr Schaden. Weiß jetzt nicht, ob der dann besser ist. Unabhängiges Zielen, 3 Kanoniere. Okay. Der hat noch den Zusatz da unten. Müssen wir dann gucken. Wie, wir haben Naonit, Bergbaugeschützturm. Ach, Naonit, nicht. Alles klar, der ist nur gelb, aber der hier ist mit Xanion. So, dann nochmal hier rein und Bergbau und Bergbau. Und der kriegt jetzt die 3, ne? Weil der ist ja anders wie die beiden. Und den hier. Noch schon überlegen, ne? Der Naonit. Ja. Weiß ich auch noch nicht. So, lassen wir es erstmal. Und jetzt müsste man Asteroiden haben. Gucken wir mal, ob es hier welche gibt. Ja, nicht so wirklich, ne? Da hinten ist was. Fliegen wir da noch schnell hin, oder? Nee, machen wir nicht mehr. Also in der nächsten Runde gucken wir, dass wir das Xanonit kriegen und das mal abbauen und dann ein bisschen davon kriegen, damit wir weiter uns ausbauen können. Ich denke, für die Runde soll es erstmal reichen. Ich bedanke mich recht herzlich dafür, dass ihr zugeschaut habt. Würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch gibt, wenn es euch gefallen hat. Schreibt was in die Kommentare, wenn ihr Lust habt. Und ja, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Und was hatten wir noch? Ja, wenn ihr noch kein Abo habt, macht eins, ne? Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.